Für alle, die uns noch nicht kennen, stelle ich es gerne mal vor. Mein Name ist Markus Kleipe von Shiftcloud. Wir sind eine cloudbasierte Versandplattform für Online-Händler. Man kann sich das vorstellen wie einen Payment-Service-Provider. Das ist der dafür sorgt, dass Sie im Online-Shop, wenn Sie im Checkout sind, mit 10 verschiedenen Zahlungsarten bezahlen können. Und auf der anderen Seite dem Online-Händler ermöglicht, das über eine einzige Schnittstelle hinzubekommen. Und genau das machen wir im Versandbereich. Das heißt, wir sind mit allen großen Paketdiensten im Markt verbunden über unsere Schnittstelle. Und auf der anderen Seite sitzen wir in aktuell 42 Shop- und ERP-Systemen unserer Kunden, das heißt unserer Online-Händler, per Plugin oder Vollintegration drin, sodass ein Online-Händler die Verbindung aus seinem Shop zu dem Paketdienst vollautomatisiert per Plug-and-Play machen kann und das nach einer Anmeldung bei uns innerhalb von 2 Minuten. Warum machen wir das? Ein kleiner Online-Händler fängt an und macht den Versandprozess manuell. Das heißt, er hat sein Shop-System, das Web-UI von dem Carrier, kopiert die Daten jeden Abend stundenlang manuell rüber oder erfüllt, wie das vielleicht einige von uns privat machen, die handgeschriebenen Versandlabel aus. Das funktioniert nicht mehr, wenn er größer wird. Das ist prozesstechnisch nicht möglich. Das heißt, in dem Moment, wo der Online-Händler wächst und den Prozess nicht mehr manuell organisieren kann, muss er sich mit einer Schnittstellenanbindung an die Versanddienstleister beschäftigen. Das kostet pro Versanddienstleister mehrere 10.000 Euro, Einmalkosten und permanente Maintenance auf den entsprechenden Schnittstellen. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir haben eine Anwendung an Shiftcloud per Plug and Play aus dem Shop- und ERP-System heraus. Das heißt, wir haben keine komplexe Anbindung, keine teure Anbindung. Wir sparen uns den kompletten Maintenance-Aufwand. Selbst wenn wir nur mit einem Versanddienstleister zusammenarbeiten, haben wir einen kompletten Backup-Prozess. Das heißt, sollte aus technischen Gründen oder infolge eines Hacking-Angriffs der Versanddienstleister mal runter sein, switchen wir auf einen anderen um. Das heißt, ich kann meinen Logistikprozess absichern. Die andere Alternative ist, ich kann für jedes Paket den besten oder auch den günstigsten Versanddienstleister wählen. Und die dritte Variante, und das ist eine unserer Empfehlungen, das wird immer wichtiger, ähnlich wie ein Payment. Wir ermöglichen dem Händler, dem Endkunden die Auswahl zu geben. Jeder von Ihnen kennt das, man hat gewisse Präferenzen für einen Versanddienstleister, hängt damit zusammen, wie gut oder schlecht die möglicherweise regional sind oder auch einfach der eine mag eine Lieferung an eine gelbe Box lieber, der andere möchte in einen Paketshop beliefert werden, der um die Ecke ist und der andere mag vielleicht einen Versanddienstleister nicht, weil er nicht den 5. Stock aufläuft. In dem Moment, wo ich diese Auswahl an den Endkunden weitergebe, kann ich als Online-Shop-Betreiber meine Conversion um bis zu 50% erhöhen, das heißt meine Umsätze, meinen Abverkauf um 50% erhöhen. Ich habe also nicht nur die Vorteile aus der Logistikperspektive, das heißt ich optimiere meinen Prozess, sondern ich habe gleichzeitig aus der Handelsperspektive die Erhöhung meiner Umsätze. Und genau das machen wir seit 4 Jahren. Deswegen vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Ich hoffe, es werden noch mehr, die uns kennen. Herzlichen Dank.